Guten Morgen, liebe Hobbywinzer. Heute ist der sanfte Rebschnitt dran. Das ist eine Rebschnittmethode, um möglichst wenig Verletzung in den Rebstock zu bringen. Man schneidet nur ein- bis zweijährige Triebe ab. Mehrjährige Triebe werden immer stehen gelassen, um keine größeren Wunden zu bekommen und dadurch keine Pilze in den Rebstock reinzubekommen. Es gibt da einen sehr gefährlichen Pilz, der heißt Esca. Ich habe es auch schon in den anderen Videos genannt und ich glaube, mir sind auch schon ein paar Rebstöcke gestorben, wo dieser Pilz eingedrungen ist. Und dadurch stirbt der ganze Rebstock komplett ab. Deswegen dieser neue Rebschnitt. Dies hat den Vorteil, dass die Reben in sich vitaler sind, weil der Saftfluss in der Rebe aufrechterhalten wird. Man fördert den Aufbau von Saftleitbahnen und schaut, dass diese eben nicht gestört werden. Wie funktioniert jetzt so ein sanfter Rebschnitt? Die Basis von einem sanften Rebschnitt ist der sogenannte Guyot-Schnitt. Man lässt sozusagen einen Zapfen und einen Strecker stehen. Strecker gleichzeitig die Fruchtrute. Das Prinzip ist, dass man immer nur die obere Fruchtrute wegschneidet und den unteren Zapfen stehen lässt. Somit fördert man die Saftleitbahn im unteren Bereich. Ich zeige euch das mal an einer Grafik. Hier sieht man im Verlauf von 4 Jahren, wie sich 2 schöne Äste gebildet haben. Man muss sich vorstellen, hier ist der Rebstamm und hier fließt der Saft gleichmäßig nach links und rechts weg und ist nicht gestört aufgrund diesem Stockaufbau. Und wie ist das Prinzip jetzt hier? Wie ich schon erzählt habe, ist hier der eine Zapfen und hier ist diese Fruchtrute, die jetzt hier nur schraffiert ist. Das Prinzip ist jetzt eben dieses, dass heuer diese Fruchtrute steht und dieser eine Zapfen. Und an diesem einen Zapfen wächst für nächstes Jahr an diesem Auge die nächste Fruchtrute und unten wächst der nächste Zapfen. Das heißt, an dem Zapfen stehen 2 Augen, die quasi für die Zukunft unseren Rebstock und unseren Ast in die eine Richtung bilden. Und das ist eigentlich das ganze Prinzip. Eigentlich ist es gar nicht schwer, man muss nur einmal verstanden haben. Also eine Fruchtrute und ein Zapfen. Der Zapfen bleibt immer unten stehen, wächst immer von unten weiter und die Fruchtrute wächst von oben raus und bildet unsere Trauben. Genau, also der Zapfen wächst dort immer unten weiter. Dadurch hat man einen horizontalen Aufbau. Man sieht es dann als sehr schön, dass die so wie so ein T ausschauen muss. Ja, das ist eigentlich das ganze Prinzip. In der Theorie ist das immer recht einfach und schön erklärt. In der Praxis ist das dann ganz einfach. Das habe ich dann auch festgestellt. Ich habe sehr viele Videos angeschaut und sehr viel gelesen. Und dann komme ich hier raus an den Weinberg und dann stehe ich vor den, vor den Reben und dann schaut das Ganze wieder ganz anders aus. Weil jede Rebe schaut anders aus und jede Rebe ist anders gewachsen. Manche haben halt keine so schönen Streckertapfen und deswegen mag ich heute mit euch ein paar Reben, die komplett unterschiedlich ausschauen, schneiden. Was auch noch wichtig ist, man sollte auch bei einer einarmigen Erziehung immer beide Saftlaufbahnen fördern. Man kann sich ja dann jedes Jahr abwechseln, in welche Richtung man die Fruchtrute legt. Das wurde mir gesagt, dass es sehr wichtig ist, um eine vitale Rebe zu erhalten. Also wir wollen Links-Rechts-Verteilung und man schaut natürlich auch, dass man ein bisschen unterhalb vom Draht ist. Und hier hat man unseren linken Ast. Und das wird dann mein rechter Ast. Das machen wir weg hier. Beim rechten Ast haben wir eben noch keine Fruchtrute und keinen Zapfen. Deswegen müssen wir hier, weil das ein einjähriger Trieb ist, müssen wir hier mit dem Aufbau komplett beginnen. Aber ich lasse dann hier 2 Knospen stehen. Eine für die Fruchtrute und eine für den Knospen hier. Und dann schneide ich hier großzügig oben weg, ungefähr hier. Okay. Beim nächsten habe ich hier unten meinen Zapfen, mache ich hier und das obere wird dann meine Fruchtrute.
Das obere schneide ich auch weg, weil das ist was Altes. Das wird dann eben nicht mehr benutzt. Und jetzt ist eben der Fall, weil der in die Mitte reinschaut. Ich schneide es mal hier weg, um ein bisschen Überblick zu haben. Das obere wird jetzt hier meine Fruchtrute und unten wird mein Zapfen. Deswegen schneide ich jetzt hier den als Zapfen auf zwei Augen. Und die Fruchtrute, die schneide ich hier mal ein bisschen runter. Und so schaut es aus. Ist jetzt nicht so schön, weil die alle so quer stehen. Im Optimalfall werden halt die nach links, rechts verteilt. Aber das ist eigentlich schon mal gut. Meine Reben haben alle sehr schlecht gewachsen. Deswegen würde ich heuer sehr wenige Triebe stehen lassen. Vielleicht 3 bis 4. Deswegen lasse ich jetzt diese 1, 2, 3 stehen und die unteren Knospen mache jetzt hier auch schon weg. Und so schaut es dann aus. Jetzt seht ihr es jetzt von der Seite. Ich hole euch mal schnell rüber. Wir sehen jetzt hier den einen Zapfen, der für nächstes Jahr dann hier meinen Zapfen bildet und hier meine Fruchtrute. Und hier ist dann mein anderer Ausgang. Da ist hier mein Zapfen, der für nächstes Jahr meinen Zapfen hier bildet und hier die Fruchtrute. Die muss man halt dann schauen, dass man da rüber biegt. Und ab hier wird dann weggeschnitten nächstes Jahr. Und dann haben wir eine schöne Links-Rechts-Verteilung. Das ist mein erster Rebschnitt. Sanft und wunderbar. So gut es ging. Jetzt machen wir noch einen Jungen zum Vergleich. Hier haben wir noch einen sehr Jungen. Der ist vielleicht erst 1-2 Jahre alt. Da würde ich eben zuerst schauen, dass wir für nächstes Jahr die 2 Zapfen bekommen. Und deswegen machen wir hier bloß eine kurze Rechts-Links-Verteilung. Und zwar lassen wir hier den stehen und hier den Zapfen links, rechts, hier. Machen wir dann weg. Links ist er schön, rechts ist er nicht ganz so schön. So schaut es aus. Wundarmer Rebschnitt. Schon sehr gespannt, wie die heuer alle austreiben tun. Einen haben wir noch. Einen machen wir noch. Und hier haben wir einen sehr schönen. Hier haben wir die Rechts-Links-Verteilung, habe ich da schon sehr schön hinbekommen. Also das ist jetzt ein Musterbeispiel. Also wenn man es hier nicht versteht, dann ist er Hopfen und Malz verloren. Dann wird es lieber Bier brauen oder Schnaps brennen. Und zwar haben wir es hier ganz schön gemacht. Hier oben ist wieder meine Fruchtrute und unten wäre der Zapfen. Den Zapfen schneide ich auf 2 Augen. 1, 2. Seht ihr das? Hier ist das untere Augen für meinen neuen Zapfen und oben ist die Fruchtrute für nächstes Jahr. Schneiden wir oben drüber. Immer ein bisschen Abstand zu dem oberen Auge machen. Weil das sonst nach unten eintrocknet. Und dann schauen wir, wie viele Augen wir stehen lassen hier bei denen. Bei der Fruchtrute. Da hätte ich gesagt, weil es ein guter Stamm ist, dann lassen wir vielleicht 5 Augen stehen. Und dann zählen wir dann. Den unteren brechen wir mal weg und oben lassen wir es dann treiben. 1, 2, 3, 4, 5. Dann schneiden wir hier ab. Zap, zerab. Ein Musterbeispiel. Also hier macht es wirklich Spaß. Und hier auch ganz schön. Hier unten ist wieder mein Zapfen. Für nächstes Jahr, der kommt hier unten raus, machen wir das untere Auge, ist mein Zapfen für nächstes Jahr, also übernächstes Jahr, und das ist meine Fruchtrute. Machen wir hier oben wieder über den zweiten Auge. Wichtig hier abzuschneiden oben, dass der Stamm sie überwachsen kann. Und Fruchtrute müssen wir jetzt schauen, die ist jetzt normalerweise. Sollte die jetzt hier rauswachsen? Dann nehmen wir die untere, weil dann haben wir da, kann man hier oben abschneiden. Genau. Dann haben wir die kürzeste Verbindung. Also im Stockaufbau, wir sind ja im Aufbau und zur Umstellung, da kann ja nicht alles so gleich sein, so schön sein, weil ist ja alles noch nicht nach dem Prinzip gewachsen, wie wir das haben wollen. Wenn wir die gleich auch so rüberbinden. Schauen, ob das geht. Ah, wunderschön.
Wie gesagt, dann lassen wir da ein paar Augen stehen. Vielleicht auch plus 3, weil 5 haben wir auch schon. Insgesamt 3. Haha, so schaut er aus. Der sanfte Rebschnitt in Perfektion. 2 Arme und hier bildet sich dann der schöne Ast. Das war's von heute. Wenn ihr irgendwas falsch gemacht habt oder ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt es in die Kommentare. Ich bin um jeden Ratschlag und Tipp sehr dankbar. Ich werde vielleicht dann, wenn ich alle Reben schneide, ein Live-Video machen oder auch halt alle verschiedenen Reben, die halt ein bisschen anders ausschauen, dokumentieren und dann auch online stellen, damit man sieht, wie man die einzelnen Reben schneidet. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst gerne ein Abo da. Nächstes Jahr, was sind meine Projekte für nächstes Jahr? Warum bleibt es spannend, wenn ihr den Kanal abonniert? Nächstes Jahr ist geplant, hier das ganze Rebfeld zu fräsen, damit ein bisschen weniger Unkraut da ist. Dann will ich düngen mit selber gemachter Terra Preta, um die Reben noch mehr zu pushen, weil die doch ein bisschen sehr schwachwüchsig sind. Und das sind meine 2 großen Projekte für nächstes Jahr. Was genau Terra Preta ist, das seht ihr in einem anderen Kurzvideo. Hab mich gefreut. Haut rein und bis dann. Euer Hobbywinzer.